Das Sternfest. Nachdem letzte Woche nun eine Recap bzw. Filler-Folge liefte, so wird es nun endlich Zeit für das Sternfest. Auch wenn nicht viel in dieser Folge zu besprechen gibt, gab es ein paar lustige Szenen, die man schon so erwähnen kann. Indem Yami sich für das Fest sehr schön schick gemacht hat, so wurde nochmal erklärt, was eigentlich das Sternfest so eigentlich ist. Die Ritterorden werden halt von dem König der Magier, sprich Julius, immer so Sterne verteilt, die ihr bestimmt kennt, wenn die natürlich immer einen Auftrag gut gemacht haben. Jeder Ritterorden kämpft dort halt um die Sterne. Denn auf dem Fest direkt wird dann immer die besten Ritterorden ausgekürt. Also sprich Platz 1 bis Platz 10. Wobei Platz 1 natürlich der Gewinnerplatz ist. Die ja aktuell die goldene Morgendämmerung ist, wie wir ja immer gehört haben am Anfang. Doch bei den Black Bulls ist es halt ein bisschen unnötig, da die halt Minussterne haben. Sehr viele Minussterne. Doch bevor alle dort natürlich hingehen, hatte Asta zu Findrei noch eine kleine Bitte. Und die Bitte war ganz einfach auch sogar echt toll, denn wir sahen auf einmal Kahono und Kiato wieder. Asta fragte Findral, ob er die nicht kurz zum Sternfest auch holen könnte und da muss man echt sagen, Findral ist ein toller Senpai. Muss man wirklich sagen. Natürlich hatte Asta auch einen Hintergedanke gehabt. Zum einen sollte Kiato auch seinen abgetrennten Bein mitbringen. Denn Asta bekam von der Hexenkönigin ein Heilmittel. Eigentlich die gleiche Zauber, die immer für die anderen zum Heilen benutzt hat. Aber so konnte das Bein von Kiato und die Kehle, ich sage jetzt einfach mal Kehle, von Kahono endlich geheilt werden. Kahono konnte auch wieder schön singen, wie wir das auch gesehen haben, und Kiato natürlich wieder tanzen. Doppeldate. Da Kahono eh schon mal da ist, so will sie sich natürlich auch das Fest ansehen. Aber sie hat natürlich da auch einen Hintergedanke gehabt. Denn sie schlägt nämlich ein Doppeldate vor, wo Noelle sich einfach nur denkt, was? Und Asta sich einfach nur fragt, was ist das? Aber wie gesagt, Kahono hatte drauf einen Plan. Denn sie weiß natürlich, dass Noelle in Asta verschossen ist. Und will auch natürlich, dass Noelle dies ein bisschen eingesteht. Beziehungsweise ein bisschen irgendwas da passiert. Weshalb Kahono einfach vor Noelles Augen ein Date mit Asta hat. Und gut, was soll ich so sagen? Man hat halt paar Szenen gesehen, wo die alle essen waren. Asta mit Kahono Arm in Arm zusammen war. Und Noelle immer eifersüchtig zu Asta und Kahono geschaut haben. Da Noelle halt selbst nicht wirklich was machte, so fragte dann Kahono zu Asta, was er für Noelle erfindet. Doch bevor Asta da richtig nachdenken konnte und eine Antwort geben konnte, hörten die alle natürlich einen Schrei von einem Kind, ein Mädchen, das halt ihre Mutter suchte. Indem Asta zu ihr gehen wollte, hörte er, wie die Adligen schlecht über sie redeten. Beispiel, das Geschrei ist sehr nervig, guck mal, wie dreckig sie gekleidet ist und so weiter und so fort. Asta war da schon fast am Austicken, ich meine wirklich. Doch Noelle kam dann plötzlich dahin und versuchte dessen auf einmal mit dem Kind zu sprechen. Doch da es immer noch weinte, dachte sich Asta, dass er mal eine kleine Parade für sie machen konnte. Indem er einfach für sie jongliert hat. Wobei Kahono dann für sie sang, natürlich mit so einem richtig lustigen Text, und Kiato am Tanzen ist. Und Noelle mit ihrer Magie so eine kleine Wasserstrahl erzeugte. Das kleine Mädchen hat sich natürlich beruhigt und ich meine, sie hat direkt ihren Namen verraten. Nur zur Info, sie heißt Emma. Noelle hatte nämlich die Idee, dass Kahono nach der Mutter rufen soll, da ihre Magie ist ja auch gut erlaubt. Kommen wir aber auch mal zum Punkt, denn die Mutter kam und bedankte sich natürlich bei allen. Und dann sah sie natürlich den Anstecker von Noelle, was halt zeigt, dass sie ein Adel der Silver-Familie ist. Natürlich waren auch alle so richtig empört und die Mutter hat sich natürlich richtig entschuldigt und verbeugt, wobei es dann so war, dass Noelle selbst wieder zu der kleinen Emma gegangen ist und sie erklärte dann, und das war wirklich, wirklich eine starke Szene, dass es ganz egal ist, wer aus einer Königshaus, Adelsfamilie, Mittelschicht oder Unterschicht kommt. Dieses Fest dürfen alle feiern. Starke Worte, muss man echt sagen. Zudem erinnert sich Asta natürlich wieder an die Frage von Kahono, was er für sie empfindet. Und Asta sagte es Noelle dann sofort ins Gesicht, dass er sie ziemlich gerne hat. Noelle war sofort rot, schlägt Asta direkt auch in die Luft. Ich meine, was ist doch logisch gewesen, ne? Doch da, wo Asta nun gelandet ist, sah er, wie sich Yami und Jack irgendwie in die Wolle gekriegt haben. Damit endete die 67. Folge von Black Clover. Nächste Woche gibt es wieder eine Filler-Folge. Im Allgemeinbedarf muss man echt sagen, die Folge war sehr gut produziert. Ich meine, wie ist das jetzt erstmal scheißegal, was mit der Animation gerade war, aber ich muss echt sagen, da gab es echt tolle Szenen. Im Allgemeinen auch von der Animation kann man auch schon sagen. Aber ich muss aber auch wirklich sagen, allgemein, ne? Noelle ist ja sowieso einer der besten Charaktere überhaupt. Ich meine, allgemein aus der Shonen-Sphäre, sage ich jetzt mal so, da hat man natürlich wieder starke Szenen bekommen. Zum einen natürlich durch die Romance von Noelle und Asta und zum anderen natürlich sahen wir auch Kahono und Kiato wieder, wobei Kahono eher ein bisschen für mich wichtiger ist. Ich meine, kommt schon. Kahono ist auch
auch süß. Kann man ja wohl sagen, ne? Und wie natürlich gesagt, nächste Woche gibt es natürlich eine Filler-Folge. Dort wird nämlich Yami gegen Jack kämpfen. Also das hat man auch in der Preview gesehen. Und das war auf jeden Fall alles, was ich hier sagen wollte. Zudem hoffe ich doch, euch hat diese Review gefallen. Und es würde mich echt sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Zudem kann ich halt noch sagen, habt einen schönen Tag. Mach's gut, bis bald und ciao.